Franklin, MT, wir müssen bei diesem F Building Site raus schön sagen. Nicht, dass ich es euch erzählt habe, aber ich muss. Also was für Lester erledigen, bevor wir loslegen können. Okay, erst Lester und dann Steve Heinz. Bob, one more day and I'm a retired man. Corn and potato chips, morning, noon, and night. Now what in the hell? Nichts hier, hey. Help! Somebody, I'm trapped. I can smell gas. Get me out of here. Use that bulldozer to move the pipes. And hurry, please. It stinks of gas in here. Hurry, please. I smell burning. Dachte wir auch, Come on, come on! Oh God, I'm not gonna make it! Hurry, please! I smell burning! Hurry up! We don't have long! Come on, come on! It's gonna blow! Thank you so much! I thought I was done for there! Okay. Ich dachte, das wäre jetzt eine von den Transportern gewesen, dann. Durch Geld. Na gut. Keine Ahnung, was das für ein Random-Event war, aber. Dachte, ich kann da wieder Geld klauen. Na gut. Ich dachte zuerst, dass der Trevor gewesen, der die Rohre da auf ihn gejagt hat, aber gut. Dann war es halt nicht. Wie viel. Alter, 10 Kilometer, jawohl. Das wird jetzt was. Was macht der Bus hier, der Held? Na ja gut. Aber keine Bushaltestelle, Freundchen. Hier noch ein B. Lucky Miss! Ist das nochmal Beverly oder was war das? Na komm, eine Sache noch. Es gibt Gas. Die sind die gelben Motorrad, aber gut. Dürfte doch so gehen. Mal schauen, was es da oben erwartet. Wie viel Geld der Typ einbringt. Ja, ja. Das ist so eine hässige Karre, ist nur ohne Witz, ne? Das ist Trevor. How did you not see me? Man ist ziemlich fies, sowas zu machen, aber in GTA kannst du das machen. Das ist das einzige Spiel, wo man auch gut schön mit. Motorräder um sich werfen kann. Und davor ist auch einer. Hey. Raum zu Trevor. So, ich mach extra Licht an. Oh, dann bleibst du, sagt da nichts, ne? Dazu sagt er nichts. Spät. Lalalalalala.
Wir gehen irgendwie Gesprächsstoff aus. Gesprächsthemen. Ja. Ach, seine normalen Lichter sind kaputt, die gehen auf Fernlichtung. Gut. Und der nächste. Was fallen wir denn auch so blöd, ne? Also, sorry. Wenn er von denen einen Angriff rauskommt, dann passiert es halt. Komm, wir machen die Schlittkollege. Wir haben es auch gleich geschafft. Was ist das denn? Hey. Sind das eben Funksprüche, die drüber war, da empfängt, jawohl. Gab's da? Nee, ich glaube hier nicht, oder? Der Nadelbaum, der nachts golden leuchtet. Oder gibt's den nur bei GTA Online? Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Wow. Aber wo ist der Kollege denn? Ich glaube, wir haben mit dem Auto darüber, ne? Glaube ich einfacher. Wo ist er? Moin, Ladies, alles fit? Ich suche nur jemanden, also nichts Besonderes. Ich habe eine Frage, wo ist der Kerl? Wahrscheinlich da hinten irgendwo, ne? Please wait, one, please one. E-Mail. Mord. Curtis Weaver. Wahrscheinlich drüben. Also hier irgendwo. You're coming with me, Sunshine! We got trouble, boys! Maybe I'll just kill you after all! The more you run, the worse it gets! Na komm, Kollege, muss ich dir erstmal umliegen, oder was? I have the right to defend myself! Na komm. You're coming with me one way or another! Stay away from me! This is discrimination! I won't let you control me!
Kommst du jetzt mit? Now let's go before I change my mind on the whole dead or alive thing. Komm jetzt. Look at you, such a pathetic bully. Keine Spritzen hier machen, ja? Gut, ich könnte auch ein andere. Weißt du, was kommt? Your chariot awaits, sir. Stop pretending to be countercultural. Oh. Oh, look, it's your friends. Wegen meine Freunde. Na komm. Ich würde Radio machen, aber es gibt nichts. Ich laufe scheiße im Radio, also bleibt das Ding aus. Mach mal ein bisschen langsamer, geht doch. Da wollte ich zu sagen, gell, ne? You gonna play nice now, Granddad? I'd rather die fighting than surrender to the hypocritical laws of your oppressive regime. Although you did in fact surrender. I took a stance, didn't I? Stared the bully in the face, then backed down at the last minute. That's how activism works. Not that I'd expect a mindless drone of the nanny state like you to understand. Whatever. You know, I never realized hobos were so well armed. I'm not a hobo. I've made a conscious decision to reject the capitalist society. By living in a hobo camp. It's a lifestyle choice, you government stooge. And have you looked in the mirror recently? So, Freundchen hier drinnen erwartet dich das Luxusleben. Well, if it isn't my dear old buddy Trevor, and he's brought me this reprobate. Hello, Maud. You know, I kind of look upon you as the friend I never had, the son I never wanted, and the shrink I could never afford. You do? Kinda. The pursuit of criminal men for profit is backbreaking, soul-crushing work. Oh, I can only imagine. Oh, Gott, die Arme. I'm retiring, Trevor. I want a peaceful life, away from all this insanity and degradation. I want a picket fence, and a husband, and a dog named Skip. I want the dream, Trevor, and I won't let anyone stand in my way. Good for you, Maud. I wish you well on that quest. I'll find it, Trevor. I'll find it all. I'm a passionate woman. Goodbye, my boy. Goodbye, Maud. Be well. Abgeschossen, abgeliefert gehört ist Weaver. Gibt wieder 10.000 auf Kralle. So. Ich würde sagen, ich werde speichern und dann beende ich die Aufnahme. Lucky miss! Ja, der hat richtig Glück gehabt, der Kerl. So, das haben wir das nächste. Müssen wir zu Lester mit Franklin. Dann haben wir noch ein paar andere Aufgaben mit Franklin, die wir auch noch machen werden. Machen wir aber.
dann gibt's auch noch die FIB-Typen. Oder FIB in der Büro, keine Ahnung. Ich glaube, FIB muss das sein. Da haben wir auch noch die ein oder andere Aufgabe. Ja, gut. Doch, Freundchen, wir sind wieder da. Was ist das hier eigentlich? Erstmal Benzin schnüffeln, komm. Haben wir auch noch nicht gemacht. Genau, immer dran, immer richtig dran. Riechen da. Oh, der ist high. Oh nein, nicht hier. Na ja, gut. Ach so. Man. Man. That's not good. Not good at all. Not in any way good. Not remotely good. Not at all fun. Er liebt es doch immer natürlich. Genau, erstmal früher am Benzin riechen und dann irgendwo wieder aufwachen. Da fragt man sich, wie ist er reingekommen. Ist hier irgendwas Schönes drin? Nur eine Matratze. Gut. Dann nicht. Gut, dann rennen wir jetzt nochmal zurück. Oder wir nehmen den Golfkiddy. Hier sieht der faul, weißt du? So, wir morgen uns den aber mal aus. Und dann sind wir schon wieder fast zu Hause. Ja, gut geparkt. Guck, die so doof. Ich könnte es nochmal dran schnüffeln, aber ich lasse es lieber. Was macht er hier? Fascist pricks. I know you know I'm listening to you spying on me. Okay, kein Kommentar. Gut, so einmal hier speichern. Und dann war es das aber auch mit dieser Aufnahme von GTA 5. Dann geht demnächst auch weiter. Ohne dass wir so viele Lücken haben. Zwischen der letzten und diesjährigen Aufnahme war ja doch ein paar Wochen. Das war eigentlich nicht so geplant. Naja, okay, folgenden haben wir 5 Aufgaben, bei den anderen haben wir nix. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Alter, das sieht aus wie diese Rumpelkammer hier. Na egal. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Haut rein. Ciao.